Das ist 5 bis 10% auf den kompletten Underground. Alter, ich habe mir die Monster-Scheiß runtergeschubst und so. Aha. Moment. Ja, da gibt's nochmal 2 verschiedene andere Monster. Herzkristall! Also zwischen 600 und 1300 ist auf der Small Map. Okay, das ist definitiv weiter oben. Also weiter unten bei. So, ein Herzkristall brauche ich noch, dann habe ich alle. Schätze ich mal, dass es ungefähr auf 700 rum sein wird. Nee. Viel tiefer. Also die Dimensionen sind wirklich viel, viel größer. Okay. Kommst du runter? Jo. Ja, Mann. Hier ist Gold. Hey, hier ist schon grüne Kristalle. Ja, das ist es. Ja, oder? Was meinst du? Nee, sind nur weil da muss überall Emerald. Gras. Da muss. Ja, nee, das ist egal. Aber da muss auf jeden Fall über Gras wachsen und sowas. Wieso baut ihr nicht geradeaus runter? Sonst seid ihr gleich schon gar nicht mehr unter der Corruption. Wir sind ein bisschen weiter nach rechts gegangen. Nur ein kleines bisschen, das wird schon passen. Ich mach die linke Seite. Ich auch. Moment. Mach mal eine. Ein Luftloch, oder? So ein Luftloch. Hier ist übrigens der letzte Herzkristall. Danach brauche ich keine mehr. Ja. Herzcontainer, Herz. Meins. Hey, gib mir das Ding jetzt bitte. Dann war es meins. Penner. Der Herz. Ich brauche nur noch einen scheiß Teil. Ja. Jetzt kann man das Let's Play wenigstens in die Länge ziehen. Ja, wenn ich meinen Herzcontainer habe, ändert es natürlich. Ja, ja. Deswegen ja. Das wäre traurig. Wir müssen hier weitermachen. Oh, da ist noch okay, einer. Okay, ich hab mein Herz. Fick dich, Clemi! Yeah. Her damit! Ah, benutzt ihn. Danke. Oh, Clemi, du bist viel zu. Nein, ich bin nicht so ein Eiskalter. Wie du, ey. Yay, 400 HP! Clemi, du kriegst 7 Emeralds! Oh, und weißt du, was du auch kriegst? Clemi, weißt du, was du auch kriegst? Hä? In dieser Kiste, nämlich die Hermes Boots, die ich mir gerade genommen habe. Und den Herzcontainer da vorne, den ich mir jetzt auch für dich zerstöre. Oh, Dynamit. Lol, Slack. Clemi, komm mal hier zur Seite. Hier hin. Go, go. Warte. Ich sterbe hier gleich, weil es. Bleib, wo du bist, Hüpf nach oben. So. Oh mein Gott, ein Gaylord. Und Clemi. Da ist er. Ups. Danke. Ja. Ich bin da nie gegeben, verdammt. Aber du hast Hermes Boots, jetzt bist du auch so schnell, Clemi. Lass uns woanders nach unten buddeln, wo kein Wasser ist. Okay. Hier an der Seite. Auf die Art geht das Erkunden um einiges schneller, ey. Und als nächstes kommt natürlich Wasser. Ich mach die linke Seite, du machst die rechte Seite. Ich links, du rechts, denk dran. Nicht vergessen. Denk immer daran, rechts vor links. Ja, ja. Ich glaube, Dani ist alleine schneller wie wir. Ja, das liegt daran, dass ich einfach nur ein tieferes Loch. Du buddelst die falsche Seite, Mensch. Ja, ja. Achso, du meinst ihn. Oh, really? Ja. Okay, dann nehme ich. Wir buddeln schneller als das Wasser fließt. Ja! Tom, gib dem Wasser, gib ihm. Du bräuchtest auch diese Feueraxt. So, jetzt kommt schon Lava. Ja, wir sind jetzt 1300 Feet. Ich glaube, das ist jetzt ungefähr die richtige Höhe. Jetzt müssen wir irgendwie zur Seite. Jo. Aber können wir uns wirklich sicher sein, dass das die richtige Höhe ist? Nein.
Wie wäre es, wenn wir mal schauen? Da lässt sich doch sicher irgendwelche Informationen finden, Dani. Ja. Stunblock. 700 bis 1200 soll man runter und danach hier horizontal einfach. Und das bei einer Medium oder bei einer Small? Das ist da nicht mehr angegeben. Aber die Angabe für Small war ja 600 zu 1300. Also jetzt können wir einfach mal horizontal, vielleicht finden wir über oder unter uns irgendwas. Ich glaube, wir sind zu tief, habe ich so das dumpfe Gefühl. Ja, kann sein. Weil du nicht richtig nachgeschaut hast, da ist ein neuer Herzkristall übrigens. Herzkristall. Den nehme ich mir jetzt eiskalt. GZ. Wie ich in die Lava falle und es einfach locker überlebe. Easy, ihr seid bei Lava. Ich bin noch gar nicht bei Lava. Ja, aber ich glaube, wir müssen wieder ein Stückchen nach oben. Wir müssen einfach mal eine Höhe finden und dann zu dritt einfach nach links oder rechts. Steht da auch überall, dass das unter der Corruption ist? Nö, das habe ich einfach von einem Kumpel gehört. Dann hat er wohl das einfach nur, weil es bei ihm zufällig unter der Corruption war. Ich benutze mal schnell meinen Ruhestein Magic Mirror. Lass mich darunter fallen auf eine Höhe von ungefähr 1000 Metern Tiefe und dann buddel ich da zur Seite. Kommt ja, lass das zu dritt machen, das geht viel schneller. Einer ja, unten, einer ja, Mitte, einer. Komm mal her, ich falle jetzt gerade auf 1000 Meter Tiefe runter und dann passt das. Okay. Wo seid ihr? Spiegel benutzen. Okay. Hey, da ist eigentlich alle im Spiegel. Irgendwie das Gefühl, dass ihr alle 1000 Meter von mir entfernt seid. Weil es so ist. Tief. Ich mach dann den unteren, Clemi den mittleren und Dani den oberen. Okay. Okay. Ist das genau 1000? Let's do it! Wie viel ist denn das? 998. Ja, wir müssen zwei. Ich mach unteren, Clemi Mitte. Clemi Mitte. Clemi, du verkackst schon wieder. Lol. Ja. Ihr seid total langsam. Ich bin unten. Ja, ich bin in der Mitte. Ja, und Tom ist unten. Clemi, was machst du? Stell dich dahin, wo ich bin. So. Clemi, was kannst du eigentlich? Sag mal. Ich steh doch da, wo du bist. Was machst du mit der Mitte da, Clemi? Mach den Mauszeiger direkt vor deinem Charakter. Ja. Du auch, Dani. Ja. Du auch, Clemi. Meine Blöcke sind immer instant weg. Ja, wegen Dingens. Fick dich. Wasser. Muss fluten. Nein. Wir haben übrigens zwei so komische Lichtkugeln, die uns folgen. Ja, eins davon ist mir. Mein Mutterschleim. Mutterschleim. Einfach weiterlaufen. Ja, aber wir müssen dann auch vielleicht irgendwann wieder hoch, wenn wir zu. Wir sind 1028, noch passt das. Okay. Oh, da unten sind Fackeln. Hier waren wir anscheinend schon mal. Ja, offensichtlich. Hier oben. Ja, dann bauen wir gleich unter uns erstmal ein paar Blöcke. Wir buddeln uns erstmal hier so schräg nach oben. Oh, geil, Topaz. Vielleicht können wir uns doch diese Lichtschwerter machen mit Hellstone oder so, ist das glaube ich. Aha, wie viel davon braucht man? Je nach Lichtart. Ich meine, wie viel von dem Hellstone? Hier wieder zur Seite, wir sind auf gut 1000 ungefähr. Eben gucken. Da, nee. Ja. Ja, macht eben, ich guck eben. Wenn du schon wissen willst. Ja, die Tiefe müsstest du, glaube ich, auch nochmal nachschauen. Ja. 20 Meteoritbar und dann jeweils 10 von den Juwelen. Okay. Macht 21 Damage mittlerer Speed.
20 haben wir, glaube ich, nicht mehr. Wir haben nur noch 14. Ja, weil ich glaube, das sind die besten Schwerter. Egal, Dani, du hast nur 35 HP. Ah, danke. Tom, nicht vergessen zu atmen. Dass wir das Glück haben, uns genau in die falsche Richtung zu buddeln. Ignoriere das Gold, Clemi. Ja. Okay. Hier voll gierig ist. Oh, hier das unten. War glaube ich nicht. Hier unten ist 1000. Ja, ist egal. Wir wollten nur überschwemmen. Oh. Geht's hoch? Ich will den Dschungel! Also bin ich mir sicher, dass wir uns in die falsche Richtung buddeln. Ja. Die Höhe hier ist gut, weiter. Ja. Wir können uns gleich wieder nach oben buddeln. Ja. Nicht immer nach unten hier. Wir hauen uns über den Boden weg. Clemi, hör mal auf. Mensch, Clemi, du bist so ein Noob. Echt, was? Welche Höhe? Sklave, weiter oben. Oh Mann, ey. Du müsstest so eine Bohrmaschine craften können, die vor allem den Weg aufbohrt. Ja, so ein Driller. Geschwindigkeit. Eben. Oh. Wie kommt das Holz hingesetzt? Gaylord! Gaylord ist tot. Er hat da Holz hingebaut. Ja, ja, jetzt war es auf einmal niemand mehr, ne? Auf einmal? Ich weiß auch nicht, wie das da hingekommen ist. Ja, wir sind am anderen Ende der Map. Oder? Doch nicht. Oh. Lang nicht am anderen Ende der Map. Da war irgendwie eine unsichtbare Wand, ich kam da nicht vorbei. Wir sind definitiv nicht am Ende der Map. Ah, das Eisen macht mich nervös. Dann wird's am liebsten abbauen. Wir müssen hier weiter. Sag mal, wer baut denn da so langsam ab in der Mitte? Clemi ist Mitte, wie immer. Kümmere ich mich jetzt um Clemis Mitte und meinen Boden. Da geht jetzt viel schneller. Hurray! Vase! So schnell wie wir beide zusammen. Ja. Mann! Ich will diesen blöden Dschungel finden. No. Ja, ich auch. Ich nicht. Okay. Dschungel! Wo bist du? Ich Junge, wo bist du? Junge! Ich will ein Analyseprogramm über die Map laufen lassen, dann wissen, wo er ist. Mach das. Du hast einen Anti-Hack. Ja. Klick, 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 klick. Du musst echt mal wie bei Minecraft hier so eine Map generieren können. Wäre irgendwie langweilig. Da ist der Dschungel, da ist er. Nicht.